Alle Jahre wieder müssen auch wir wieder tiefer in die Tasche greifen. Ja, zum 1. Januar 2014 steigen erneut die Preise. In einigen Bereichen muss sich der Verbraucher aber auch auf Neuerungen einstellen. Als erstes bitten somit die Stadtwerke ihre Kunden zur Kasse, denn besonders der Strom wird teurer. Ja, zum Januar 2014 steigen ja die staatlichen Umlagen, die sogenannte Erneuerbare Energiengesetz, EEG-Umlage steigt. Und diese Steigung können wir bei den Stadtwerken leider nicht auffangen, sodass wir das an den Stromkunden weitergeben. Und das macht im Schnitt für, ich sag mal, den Musterhaushalt 2,70 Euro ungefähr im Monat aus. Heißt also um die 94 Cent pro Kilowattstunde mehr. Im Jahr bezahlt damit ein Haushalt mit einem jährlichen Stromverbrauch von 3.500 Kilowattstunden zusätzlich um die 33 Euro. Preistreiber ist dabei die Förderung erneuerbarer Energien, wie zum Beispiel der Bau von Windkraftanlagen. Die Kosten der Energiewende gehen dann an den Verbraucher. Auch wer im neuen Jahr Post verschicken will, muss sich auf eine Preissteigerung gefasst machen. So erhöht die Post ihr Briefporto von 58 auf 60 Cent. Teurer werden außerdem Einschreiben sowie Päckchen und Pakete. Grund hierfür: Es werden immer weniger Briefe im Zeitalter von E-Mail, Skype und Co. geschrieben und verschickt. Ohne Preiserhöhung aber trotzdem eine wichtige Neuerung: die Einführung des sogenannten SEPA-Zahlungssystems. Ab dem 1. Februar tritt in Europa das neue Zahlungssystem in Kraft. So soll vor allem der bargeldlose Zahlungsverkehr europaweit erleichtert und vereinheitlicht werden. Ersetzt wird dann die Kontonummer durch die sogenannte IBAN. Die bisherige Bankleitzahl wird dann durch die BIC ersetzt. Sie sind auch auf der Bankkarte zu finden und werden auf den neuen Überweisungsträgern eingetragen. Sie brauchen auch bei bestehenden Lastschriften nichts zu unternehmen, denn hier wandeln Unternehmen oder Vereine die Kontonummern für die Kunden oder die Mitglieder um und informieren dann eben auch entsprechend. Und auch Daueraufträge werden von den Kreditinstituten automatisch umgestellt. Der Griff ins Portemonnaie. Er ist inzwischen nichts Neues für uns. Und doch fragt man sich, wer wie lange dazu überhaupt noch in der Lage ist.